Das Spielfeld hier im Audi Sportpark, das ist der Arbeitsplatz der Ingolstädter Fußballer. Und ganz speziell die rechte Außenbahn, wo wir jetzt hier stehen, das ist der Bereich von meinem heutigen Gesprächspartner, nämlich Moïse Bambara. Servus Moïse. Servus. Hi. Die rechte Außenbahn ist dein Zuhause. Du wirbelst vorne wie hinten, mal in der Vierer Abwehrkette, mal im Mittelfeld. Was taugt dir besser? Ich spiele beide Positionen sehr, sehr gerne. Ich versuche natürlich von hinten, also wenn ich in der Außenverteidigerposition spiele, sehr viel Druck nach vorne zu machen und interpretiere das halt auch sehr offensiv. Aber natürlich spiele ich da, wo mich der Trainer aufstellt und wo er meint, dass ich eben der Mannschaft am meisten helfen kann auch. Die letzte Niederlage, die ihr kassiert habt, das war im eigenen Stadion gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 0:2. Und danach, dann habt ihr eine Serie gestartet, seit dem 4:1 in Karlsruhe. 8 Spiele hintereinander ohne Niederlage. Was ist da passiert in der Mannschaft? Ja, wir haben einfach für uns auch beschlossen, wir müssen irgendwas ändern. Wir haben ja gerade auch in der Hinrunde schon guten Fußball gespielt. Aber uns hat wohl auch dann die gewisse Mentalität auch gefehlt, um eben dann auch letztendlich als Sieger vom Platz zu gehen. Und wir haben dann einfach noch intensiver gearbeitet, noch mehr gemacht. Und gut, dann haben wir natürlich mit Karlsruhe super Spiel abgeliefert und da auch verdient in der Höhe auch gewonnen. Ja, und dann wächst einfach auch das Selbstbewusstsein. Ja. Und der Trainer hat auch viel mit uns gesprochen auch und hat auch immer darauf hingewiesen, dass er die Qualität sieht in der Mannschaft, dass wir eine Serie starten können. Deswegen sind wir jetzt auch da, wo wir jetzt stehen. Jetzt trifft der Stefan Leitl momentan, wie er es braucht. In Berlin hat Kajubi sein Tor gemacht. Wann können wir uns auf den ersten Bambara-Jubler in dieser Saison freuen? Ja, ich gehe schon davon aus, dass es diese Saison noch klappt. Unser Trainer gibt uns ja auch viele Möglichkeiten, nach dem Training noch individuell jeder in seinem Bereich zu arbeiten. Und das nutze ich auch aus und haue mich da rein. Und deswegen glaube ich schon, dass wir diese Saison noch damit rechnen können. Vielleicht ja schon im Heimspiel gegen Erzgebirge auch. Vielleicht, ja. Moïse, das ist ja ein typisch bayerischer, typisch deutscher Name. Wo kommst du her? Wo sind deine Wurzeln? Also ich bin in Burkina Faso geboren. Es war eine französische Kolonie, daher auch der Name Moïse. Als ich 2 Jahre alt war, ist dann meine Familie mit mir nach Deutschland gezogen, genauer gesagt nach Roding. Das ist auch die Heimatstadt meiner Mutter. Ja, da bin ich dann aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann später in Regensburg studiert und bin dann nach Ingolstadt gewechselt. Stichwort Studium, BWL war es bei dir, aber ein bisschen was fehlt noch, oder? Genau, ich muss jetzt nur noch die Diplomarbeit fertigstellen bzw. überarbeiten und dann hoffe ich, dass ich das Studium erfolgreich absolviert habe. Dazu drücke ich ganz herzlich die Daumen. Auch für dich, für die sportliche Zukunft hier beim FC Ingolstadt. Alles Gute. Vielen Dank, Moïse Bambara. Und damit zurück zu Italo.